Ende Juni für das Schlusskonzert der Saison 1920 der Bremer Philharmonie wollten wir ursprünglich 5 aufregende Künstler einladen zu uns nach Bremen, und das waren Signum Quartett und Michael Gerz. Jetzt im Vornherein, weil Sie wir jetzt die Gelegenheit haben, mit der Hälfte von dem Quartett zu sprechen, aber natürlich auch mit Michael. Die sind alle zu uns zugeschaltet. Guten Tag an alle. Guten Tag. Hey. Hallo. Hi. Michael, wo sind Sie gerade? Ich bin in Berlin zu Hause. Ah, zu Hause in Berlin. Also das heißt, ihr seid alle in Deutschland irgendwo, weil Blasch und Alan, ihr seid ja auch in derselben Wohnung, nehme ich an, oder? Genau, im gleichen Zimmer, aber auf 2 unterschiedliche Apparate. Aber das war einmal so, oder? War so. Lange her, aber es war so. Sozusagen gewohnt. Wie war das dann am Anfang? Ihr wart alle auf der Kölner Musikhochschule, oder wie war das? Oder warum haben Sie zusammen gewohnt? Nee, es war eigentlich so, dass ursprünglich hat Alan nicht von vorne ran drinnen gespielt. Aber dann 2010 ist doch zum Quartett gekommen, und dann der hat in Wien studiert, und das war die einzige, also es war eigentlich so, dass wir haben sogar in einem Zimmer am Anfang zusammen geschlafen. Das ist die, weil am Anfang gab es so Wohnungsnot, und deswegen kein Geld und so. Aber mittlerweile leben wir nicht mehr zusammen. Ja. Das war natürlich ein Witz, weil ihr seid ja nicht in Köln, nicht? Alan, sind Sie wo? Jetzt gerade? In Köln. Und ich bin in Düsseldorf. Ah ja, okay, super. Dann ist es umgekehrt. Ich habe gedacht, habe ich falsch verstanden. Super. Also alle drei in Deutschland, und ich bin in Slowenien, Maribor. Wo? Oh. Zwei von unseren heutigen Gästen herkommen. Es ist natürlich ein bisschen komisch, mit Alan und mit Blasch jetzt auf Deutsch zu reden, weil wir würden natürlich die ganze Sendung auch auf Slowenisch gerne machen können. Aber dann würde Michael trotzdem, dass er 7 Sprachen spricht, nur die Hälfte verstehen. Michael, bei diesem Programm, Sie haben, eins von Ihren Vorschlägen war Till Eulenspiegel. Zusammen mit dem Rest des Programms, das ist einfach ein bisschen, so sagen wir so, amerikanisch, südamerikanisch, nicht, wenn wir an Piazzolla denken, aber der Rest des Programms ist ja amerikanisch. Warum haben Sie dann Till Eulenspiegel vorgeschlagen? Na, erstens, wir wollten ein richtiges Saisonende mit wie Champagner, Flasche, Kork rausfliegt. So wollten wir auch das Konzert in der gleichen Wellenlänge mit großer symphonischer Besetzung, mit wirklich Musik vom höchsten Meister geschrieben, wie Junger, Richard Strauss, mit wunderbarer Energie einfach beenden, dieses schöne Programm. Und da schien dieses jugendliche Strauß mit Streichen von Eulenspiegel eigentlich ganz passend zu der Energie des ganzen Abends. Und das ist natürlich jetzt kein Corona-freundliches Programm, weil beim Stück von Till Eulenspiegel ist ja natürlich eine Riesenbesetzung. Und wir müssen jetzt noch immer irgendwie, dann bräuchten wir, glaube ich, ein Fußballstadion, damit wir dieses Stück jetzt noch Ende Juni spielen können. Geht natürlich jetzt in diesen Zeiten leider nicht. Wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir was anderes geplant. Ich weiß nicht, Pulcinella oder sowas, nicht? Das würde dann vielleicht auch gehen, nicht? Ja, das würde gehen. Haben Sie Short Ride in the Fast Machine von Adams öfters dirigiert? Nein, nein. Das wäre das erste Mal gewesen. Aha, ist auch, ich fand das Stück wirklich sehr interessant, weil es einfach für das rhythmische Gefühl des Orchesters besonders, es ist sehr schwierig, wie jedes Stück von Adams, aber auch da sind wir ja nicht weit von jetzt eine Frage an beide von Quartetts zu stellen. Natürlich, das Stück das Konzert von Philipp Glass für Saxophon, Quartett und Orchester ist ja wirklich eins von den Stücken von eurer Literatur. Also ihr habt es zumindest 3-4 Mal schon dirigiert. Und das nicht nur zum Beispiel, ihr kennt ja ganz sicher Philipp Geis von Straßburg, nicht?
Ja. Klar. Ja. Er hat ja das Sax Open Festival gemacht, und dort haben die es eigentlich nicht gespielt. Aber aus der Saxophonliteratur, wo man eigentlich nicht so, man kommt als Dirigent, würde ich sagen, eher selten zu einem Konzert für Saxophon oder sogar Quartett. Saxophon, Quartett und Orchester passiert nicht sehr oft, aber mir ist es passiert, dass ich also wirklich 3 oder 4 Mal das Glaskonzert dirigiert habe. Ist es das in eurem Repertoire auch ein wichtiges Stück? Absolut. Also viel Glas, das Konzert ist wahrscheinlich das meistgespielte Werk für Saxophonquartett in dieser Besetzung mit Orchester, mit dem Sinfonieorchester. Also der hat 95 komponiert und wir haben es auch jetzt bestimmt schon 10 Mal gespielt oder mehr sogar, Blasch, oder? Ja. Also ist ein repräsentatives Stück, wo in jedem Satz sozusagen ein Instrument besonders gut zur Geltung kommt. Es hört so furios groß auf und hat sehr schönen, langsamen, ruhigen dritten Satz und ja, ist ein tolles Werk. Mhm. Ja, ist ja auch sehr populär. Und Michael, hatten Sie auch schon die Gelegenheit, das zu machen vorher? Auch das wäre für mich das erste Mal gewesen mit diesem Satz. Ah ja, na dann sehen wir. Ja, dann wäre, also es wirkt ja, nicht? Es weil wird. Wir können jetzt das Geheimnis lüften von unserer Konversation, weil der Sinn ist auch dem Bremer Publikum und auch dem Orchester natürlich, die sind ja alle dabei, ein Geheimnis zu lüften. Wir werden das Konzert in derselben Besetzung im Januar 2022, das heißt in 1,5 Jahren dann in Bremen, machen. Wir freuen uns jetzt schon darauf. Ich glaube, bis dorthin sind alle Corona-Einschränkungen und so weiter vergessen. Hoffentlich also müssen wir dann nicht mehr in der Quarantäne sitzen. Aber vielleicht, wenn wir werden sehen, vielleicht ist es dasselbe Programm oder vielleicht wird ihr euch noch andere Ideen kommen. Wie seid ihr zum Beispiel, Lars, wie seid ihr zum Piazzolla gekommen? Weil dieses Arrangement kenne ich nicht. Vielleicht können Sie das Stück kurz vorstellen. Ja, es ist eigentlich so, dass wir als Quartettspielern wahnsinnig gerne so die Art von Musik, auch zum Beispiel Piazzolla, wir lieben Piazzolla. Und es ist natürlich also die Gelegenheit, das Stück mal zu präsentieren für vier Soloinstrumente plus Orchester, ist natürlich eine fantastische Möglichkeit, vor allem eine fantastische Farbe, die entsteht. Und ehrlich gesagt, von unserer Seite, es wäre auch zum ersten Mal. Deswegen, heute haben wir viele erste Male. Aber wir sind dazu gekommen, wir haben ein Bekannter von uns hat einfach ein Arrangement gemacht. Und wir haben die Noten gekriegt, haben uns die Noten angeguckt und haben gedacht, das müssen wir mal drüber bringen. Und es hat sich so super Gelegenheit angeboten. In Bremen, welche Stadt wir sehr mögen, sind sehr gerne dort. Diese Gelegenheit kam und wir haben die genommen und wir freuen uns auf 22. Super, prima. Michael, Sie kennen das Bremer Publikum schon. Sie haben ja praktisch sehr viele Konzerte schon dirigiert mit der Bremer Philharmoniker, nicht? Einige, ja, die Nussknacker-Konzerte hatten wir mehrmals gemacht, in die Fassung, was wir damals für Familienkonzert gemacht haben, mit Text, mit Dialogen, haben wir auch wiederholt. Aber ich wollte auch kurz zu Piazzolla sagen, dass da hatte ich wiederum auch noch eine kleine Überraschung dabei, weil in diese Suite von Piazzolla, vielleicht sollten wir es gar nicht so voraussagen, aber da ist ein Stück Adios Nonino, wofür eine große Kadenz für Solo-Klavier, für Piazzolla geschrieben ist. Und das habe ich wiederum öfters gespielt und dachte, dass ich auch bei diesem Mal mich gern ans Klavier bei diesem Ereignis, besonderem Ereignis, gern hinsetzen würde und das auch tatsächlich im Konzert spielen würde. Das können wir auf jeden Fall. Ich glaube, dass dieses Gespräch vor allem, dass wir uns jetzt einmal, wir vier uns kennenlernen, obwohl es eigentlich wirklich sehr seltsam ist, dass wir uns nie begegnet sind. Wir kommen aus demselben Land,
ich habe von euch gehört, ihr habt wahrscheinlich von mir gehört und so, aber wir kennen uns nicht. Und Michael genauso, zwischen zwei Kollegen, wir kennen uns auch nie, wir haben voneinander gehört, aber jetzt zumindest ihr drei seid ihr zusammengekommen. Und das wäre mir auch, und ich spreche auch sicher im Namen vom Bremer Publikum auch, wirklich sehr wichtig, dass ihr euch jetzt solche Gedanken machen, weil das wird natürlich ein ganz spezielles Konzert. Der Bremer Philharmoniker spielen immer in der zweiten Januarwoche, so um den 10., 15. um den Dreh herum, spielen sie das Neujahrskonzert. Und da hoffen wir natürlich auf sehr viele Überraschungen in beide Richtungen. Dass sich der Dirigent an den Flügel setzt oder dass diese Saxophonisten, ganz sicher, ihr seid ja auch berühmt für szenische Action, nicht? Ihr seid ja nicht sehr konservativ und steht ja nicht da im Frack und spielt, nehme ich an, nicht? Oder, Alan? Ja, das stimmt. Also was heißt szenische? wir werden auf unsere musikalische Art und Weise probieren zu überraschen, aber wenn ich es jetzt voraussage, was wir machen, dann gibt es ja keine Überraschung mehr. Aber ja, wir spielen sehr, sehr gerne Zugaben, so viel dazu. Super, darauf freuen wir uns schon jetzt. Und wenn Sie jetzt eine zweite Möglichkeit haben und sagen würden, jetzt aus so, gibt es ein anderes Stück, das Sie jetzt gerne unter euch diskutieren wollen? Zum Beispiel gibt es ein Stück, das Signum gerne Michael fragen wollte, ob das jetzt geht, oder Michael, haben Sie einen anderen Vorschlag? Gibt es da oder seid ihr glücklich mit dem Programm? Ich persönlich fand es sehr reizend, die Kombination von Glas und Piazzolla. Und Piazzolla passt ja auch wunderbar, weil das ist die Verbindung zum Bach eigentlich, zu der Kompositionstechnik. Das ist der pur klassische Kompositionstechnik, wie er schreibt, obwohl die Musik so diesen Flair hat. Und Strauss auch ja, genauso hat diesen sehr weiten Weg von Kontrapunkt und sowas beherrscht gemacht, weil es gibt da sehr viele Verknüpfungspunkte für mich. Deswegen bin ich sehr glücklich mit diesem Programm. Super. Lars, andere Ideen? Also ich würde sagen, erstmal machen wir das Programm und dann schauen wir. Also ich finde, die Kombination ist super spannend. Auch für uns irgendwie, weil wir sehr selten zwei Konzerte in einem, also zwei Solo-Konzerte in einem Konzert spielen. Das passiert uns eigentlich nie. Und das wird jetzt geben und ich freue mich sehr auf das Programm und glaube, das Publikum wird alles kriegen, was sie möchte. Super. Mit diesem Wunsch und alles Gute euch für diese jetzt noch schwere Zeit. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir alle gesund durch diese Sache kommen und dass, wie gesagt, es wird jetzt ein bisschen dauern, 18 Monate, aber dann in 18 Monaten ist es dann soweit. Und dann freut sich das Publikum und vor allem das Orchester, dass ihr dann zu uns kommt und dieses wirklich sehr schöne Programm spielt. Bis dahin, alles Gute, kommt gut durch diese Zeit und alles bald. Gute. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss.